Herzlich willkommen im nächsten Part von Let's Play Super Mario Odyssey. Okay, wie soll das jetzt funktionieren? So, erstmal so den hier besetzen. So, wie bereits gesagt, wir kommen im nächsten Part von Super Mario Odyssey. Wir müssen jetzt hier einiges. Ich dachte gerade, ich bin tot. Was dann auch nicht so war. Ach, und wir müssen jetzt mit den beiden, dass wir hier zusammenarbeiten. Das heißt, der eine da drauf, dass der andere weiterkommt. Oder was? So, ich meine, die Kisten können wir ja alle zerstören, das ist ja nicht das Problem. So, zerstört. Hier war noch was. Ein Herz. Okay, egal. So, runter. Mhm. Ach so, den muss ich mal einmal drücken. Alles klar. So, dann holen wir uns mal hier ein bisschen Geld ab. Ist ja auch mal ganz schön. Ja, so läuft das doch bei uns. Ich meine, so ganz noch dringend darüber habe ich es ja nicht. Ich glaube, das sollen wir auch gar nicht machen. Aha. Aha, okay. Hm. Aha, okay, ich verstehe schon. Ich verstehe das schon. Wir dürfen den noch nicht da drauf stellen. Wir müssen mich erst beide rüberbringen. Das ist jetzt die Challenge daran. Beziehungsweise ein darüber erstmal. Da können wir auch gleich den besetzt lassen. So. Den stellen wir jetzt auf die andere Seite. Ich meine, ich glaube, wir würden noch so mit Long Jump rüberkommen, oder? Ja. Gut, mal kurz ausgetestet. Dann den Typen besetzt. Und nach hinten gestampft. So, zack. Dann hätten wir das jetzt so. Ja, weiß aber nicht, dass ich mich verletzen soll. So, dann hätten wir diesen Mond, Chizu und der versteckte Raum. Was auch immer das heißen soll, immer noch. So, dann einmal hier aus. Dann diesen Mond einsammeln. Chizus großes Abenteuer. Diese Kerze aus. Und hier können sie eh keine lila Mützen hinmachen. Das würde nicht gehen. So, perfekt. Das heißt, uns fehlen jetzt nur noch 3 Lila Coins. Und was anderes, was ich jetzt nicht bedacht habe. Was? Ich habe nicht bedacht, dass wir jetzt tot sind. Ja, das habe ich nicht bedacht. Verdammt. So. Wir müssen uns natürlich mit der Schleuder rüber schleudern. Anders würde es so gar nicht funktionieren. So, euch habe ich ja jetzt.
Was ich mir jetzt frage, wo ist... Hier bist du. Auf dem Metallzaun? Ja gut, das kann halt überall sein, ne? Dann lass ich mich raten, Tic-Tac-Turnier 2? Ne, auf der Nase der Bowser-Statue. Ist hier eine Bowser-Statue? Da. Immer noch. Und mit dem Schnabel in der Gipswand. Okay. Der hat uns jetzt ein paar nützliche Informationen gegeben. Na komm schon. Ja, ich seh's. Da ist der Mund. Auf der Nase der Bowser-Statue. Da willst du gerade meinen befürchten, dass hier die letzten drei Lilo Coins versteckt sind. Das wäre natürlich auch ein richtig mieses Versteck. So, bam. Ja, damit hätten wir das E.T. hier, ey. Da war noch was in der Gipswand, ne? Und dann war es was? An der verwandelnden Mauer. Wandelnde Mauer vorbei. Wandelnde Mauer? Ich habe bis jetzt noch nie eine wandelnde Mauer gesehen. Okay. Ich muss das mal gucken. Ich glaube, die sind alle hier in dem Bereich. Hm. Aber ich kann halt mit den Tipps jetzt nicht viel anfangen. Weil ich mich kaum weiß, wo was ist, ne? Also ich kann mit den Tipps nicht wirklich was anfangen dadurch. Hat euch noch gesehen. Nee. Nee, nee, eigentlich ja nicht. So. Ich habe halt echt keine Ahnung mehr, wo die Dino-Mützen hier sind. Wir sind auf jeden Fall auf der äußeren Mauer. Also, uns fehlen noch eine Dino-Münze. Entschuldigung, noch drei Dino-Münzen. Ich denke, die sind irgendwo in einem Pack drin. So, tschüss. Und dann denke ich mir auch noch, Tic-Tac-Turnier 2 müsste irgendwo sein. Da ist jetzt die Frage, wo das ist. So. Check mal, hier bin ich gar nicht so verkehrt zurzeit. Aber wenn die hier so einen langen Weg eigentlich vorgeben. Nee, ich will das jetzt nicht wissen. Das traue ich mir jetzt ehrlich gesagt mal nicht zu. Eigentlich sollte ich es denen das zutrauen, aber... Nee, das gleich jetzt erstmal kurz. So.
ich suche nach ein bisschen was Auffälligen halt. Was könnte hier alles auffällig sein? Ja, da hinten, das haben wir ja schon gehabt. Ach so, darum. Man hält sich da fest. Ich wundere mich gerade. Auf dem Metallzaun übrigens auch noch was, ja. Sofern sich dann nichts bewegt. Oder nichts komisches scheint, ist da auch nichts. Obwohl, hier war was. Ne, ist auch nichts mehr. So. Jetzt kommen wir zum Coinshop. Oder zum Linier-Shop. So. Moment mal, der sitzt da, ne? So, Mario kann ich auch wieder hinsetzen. Aber diesmal passiert nichts. Okay. Dann gehen wir weiter zurück. Und hier könnte noch irgendwo was sein. Aber ich möchte jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass hier nichts ist. Da waren ja mal lila Coins, ne? Ja, da waren mal lila Coins. Deswegen kann man hier nichts ausschließen. Na, oben sind wir auf keinen Fall fertig. Das ist mir klar. Aber ich muss ja jetzt erstmal alle anderen Räume überprüfen. Ob bei denen vielleicht noch irgendetwas ist. Also ja, stimmt, du hast den Mond gegeben. Deswegen können wir dich einfach mal ignorieren. Ne, das bräuchte ich jetzt ja nicht. Okay, hier ist auch noch irgendwas. Ja, ist egal. Hm. Wir kommen jetzt hierher. Also jetzt erstmal nur zur Zeit, ja. Aber hier ist auch nichts. Ich kann jetzt sehen, ist hier auch wieder nichts. Wir bräuchten halt ja nur den letzten. Vor allem, warum ist eigentlich das Tor schon wieder zu, frage ich mich. Und hier ist ein Hebel. Das Tor ist wieder offen. Okay. Mutter. Die hat mir so ein Locker eigentlich, glaube ich, auch mit den Story-Modus zusammen gehabt. Kannst du mir einen Tipp geben, wo ein Mond sein kann? Tatsächlich, hier ist einer. Aha. Nee. Nee, der sieht komisch aus.
Aha. Das ist der mit dem Mond. Ja, mit dir. Auf dem Metallzaun. So, wir dürften jetzt gar nicht mehr so viele haben. Ja, es fehlen nicht mehr andere. Ah, da waren die Mauer vorbei. Ja, das ist halt irgendwo wieder dazwischen, ne? Da waren die Mauer vorbei. Hm. Todi, ich brauche echt noch einen Tipp von dir. Tut mir leid, aber ist halt so. Tut mir leid, dass ich jetzt Tipps kaufen muss, aber ich habe halt echt keinen blassen Schimmer, wo die sein sollen. Aha. Okay. Dann gehen wir da mit dem Checkpoint hin. Hm. Das heißt, auf der anderen Seite, oder was? Das müsste heißen, hier auf der Seite ist was. Ich weiß nicht, auf der, sondern... noch weiter oben. Ich komme tatsächlich noch weiter hoch. So. Hallöchen. Habe ich den Mund nicht schon eingesammelt? Eigentlich. Ich dachte zumindest. Hm. Bitte schnappe in der Gipswand. Ich dachte mal, den Mund habe ich schon eingesammelt. Weil mir so bekannt vorkam. Aber egal. Dann halt nicht. Wahrscheinlich wäre das Loch da noch nicht aufgefallen. Das ist wahrscheinlich mir erst viel später euch mal aufgefallen. So, Toadie Boy. Tut mir leid, aber ich muss jetzt Toad leider die ganze Zeit belästigen. Weil ich die Tipps halt echt brauche. Ich habe mich keinen Platz schon, wo die ganzen Monde sein sollen. Ich weiß auch nicht, wie viele Tipps Toad geben kann. Ich meine, jetzt kostet auch immerhin 50 Münzen, also. Und die Geldsorgen habe ich jetzt nicht. Aber das ist der letzte Tipp. Danach hat er keine mehr. Okay, wo sind dann die letzten 3 Liter Coins? Moment, jetzt muss ich kurz gucken. Wir sind sogar schon fast an der richtigen Stelle. Das heißt, ich muss da runter, oder? So, und jetzt? Bin ich hier überhaupt richtig? Naja, ja, so halbwegs, ne? Ach, da hinten geht's noch weiter. Jetzt sehe ich das erst. Das muss man natürlich auch erstmal sehen, ne? Na komm, ich war gerade am würde aufstehen. Dann kommt der von hinten los. So, jetzt muss ich kurz gucken. Hier Münzen gibt es hier nicht mehr, oder? Nee. Das ist dann das letzte, aber hier gibt es dann keine jeder Münzen. So, wir haben erst mit dem Mond. An der wandelnden Mauer vorbei. Aber 3 Liter Münzen führen uns noch. Ich gehe jetzt mal kurz zu Schnuggetchen. Es fehlen uns noch 3 Liter Münzen. Ich weiß nicht, wo die sind. Wo ist Schnuggetchen jetzt überhaupt? Sehe auch noch, ich muss sein, da so.
Keine Hinweise, ja, okay. Dann. Ich werde mal hier einen kleinen Schnitt setzen. Werde mich mal ganz genau umschauen, wo jetzt hier die letzten 3 Leder Coins sein könnten. Ich würde sagen, sehen wir uns nach dem Schnitt wieder. Also, bis gleich. Ey, das ist total gemein. Da hinten sind die letzten 3 lila Coins. So, dann haben wir sie auch. Und ich gehe zum Crazy Cap Shop noch zum Ende des Parts. Danach ist der Part ja auch vorbei. Und wir holen jetzt noch alles, was wir uns noch holen können von den lila Coins. So. Und holen wir uns das. Vielleicht später. So, dann einmal das hier kaufen. Vielleicht später. Und das hier einmal kaufen. So. Damit sind wir fertig für hier in dieser Welt hier. Wir können jetzt nur noch zu Odyssey. Und jetzt geht's dann weiter in einer neuen Welt. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in einer neuen Welt wieder. Bis dahin. Und ciao.